Liebe Zuschauer, willkommen zu Wii Sports Resorts erneut. Mal sehen, was wir heute schönes Gaming machen. So. Mach mal kurz das Licht aus, dass wir was sehen tun. Sonst wäre das dann schon mal gebracht, in so eine Helligkeit zu spielen. So, was gehen wir heute? Ich glaube, wir spielen wieder Bowling. Ja. Heute mal eine Runde Powerwürfe. Sehr schön. So. Augenblick. Gut. Dann ändern wir mal kurz die Mies. Wenn wir gerne jetzt sehen, wie viel wir haben. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 62 Mies haben wir jetzt. Na, dann suchen wir uns ein paar Leute raus. So. Spider-Käfig nur mit 9 Mies. Bin ich so wie manche große Typen, die mit 1 Mies spielen. Ja. Wäre auch ein bisschen lame. Muss hier den Finger mal ein bisschen hier hinlegen. Ich werde erstmal die Einstellungen hier vornehmen, bevor wir anfangen. So. Als nächstes. Moment. Nehmen wir mal ihn hier. So. Elixir. Ja. Haben wir schon eine große Auswahl. Streberbacke, die Zahl der Zeilen, Freund. So. Gut. Als nächstes nehmen wir noch. Nehmen wir Kulo. Eugen nehmen wir später. So. Dann kann das losgehen. Haben wir wie gesagt einen Spieler, das ist am besten. Teambuilding ist so ein Freund von. Können wir auch mal spielen, aber machen wir später. Hoffentlich hau ich jetzt nicht mehr einen Ventilator um, ey. Das wäre ein bisschen lame, ja. Wäre ein bisschen zu lame. Ja. Naja. Kann nicht ganz schon Gegenstände jetzt im Weg stehen. Wäre Mist, wenn es passieren würde. Ach, Augenblick. Bevor es losgeht, erstmal kurz die Schlaufe anlegen. Irgendwie der Auto gefällt. So, ihr lieben Zuschauer. Schlaufe ist angelegt. Sollen Sie da gucken? Hier? Kann nichts passieren. Gut. Ach du Scheiße. Was ist das für eine Stellung, Mensch? Ah, Stier wie. Jetzt kommt hier der Zeilenfuzzi. Der hat jede Zahl einmal drin, von 1 bis 10. So, jetzt muss es aber hier ins Bär werden. Lach mich aus, wenn das jetzt keiner wird. Geil! Next, please. Ich muss einfach nur das Schild schmeißen, trotzdem brauche ich fast immer alle um. Früher musste ich richtig mit dem Arm verrecken, um sowas zu erreichen. Ja. Früher muss der kleine Spider-Käse sich den Arm verrenken. Was für eine Pussy. Also bitte, ich bin doch keine Pussy.
Pussy würde nicht alle Kegel treffen. Ein Kerl ist ein Japinzer, aber... Spider-Key ist alt DDR-Sprache und da sagt jetzt mal Kegel. Alte DDR, alte DDR. Stil Mario, ne? Schlager? Schlager. Das ist immer, das ist die Scheiße immer gerne, ja. Alles mal ernsthaft, wer ist ein Schlager? Wer zum Mist? Ich bestimmt nicht. Wer soll den Kindern Schlager, wenn ich im Altersheim bin? Schlager ist Gift. Gift für das ganze Leben. Ja. Ich höre keine Schlager. Nee, ist einfach nur peinlich. Schlager sind einfach nur dumm. Schlager kennen nix. Schlager sind von Pussys erstellt worden. Pussy. Hau das mit den Kegel, meinst du noch? Das machst du richtig so. Ja, yeah, Stiri. So, gut. Schöner kleiner Kegel. Nee. Spider-Kill, was redest du da? Was laberst du da? Ich laberst Gutes. Gutes Schlabben? Wie gesagt, wir werden nächste Woche nochmal neue Mies erstellen. Heute ist nämlich Sonntag und wir gegen Wochenende erstellen wir neue Mies. Hätte ich so richtig Bock drauf. Eine ganze Wie mit Mie-Charakters vorher zu hauen. Er ist ja nicht für Dr. Hand, der mit Envy spielt. Spider-Key ist vielseitig. Richtig vielseitig. Ja. Alter. Hallo, Shiri. So, gut. Mal sehen, was kommt. Wie gesagt, wir bunden nur aus Spaß, wir bunden nicht hier aus Machenschaften, um alle Pins umzuhauen. Wir bunden einfach nur aus Fun, just for fun. YouTube soll natürlich Spaß machen und nicht fordern. Sag ich. Ja. Ich würde eher fordern, wenn ich irgendwie hunderte von Abos hätte. Weil die sich darauf einstellen, dass ich so viele Videos mache oder mal es richtig mache. Ich sage es immer, geh geschillt durchs Leben. Geh lieber geschillt durchs Leben. Ist viel gesünder, als wie man das vorstellen kann. Weil mit Chillen, da hast du eben viel mehr, da hast du mehr erreicht. Ja. Mit dummen Angehörigen wollen nicht, dass ich chillen tue. Die wollen sogar, dass ich arbeiten gehe, aber bin nicht so der Arbeitsmensch. Nee. Ich weiß, in der DDR-Zeit müsstest du arbeiten. Dann wurdest du eingesperrt, also das hätten sie gerne Luft. Dann hätten sie auch keine Bier finden müssen, wenn der DDR wäre. Obwohl, ich glaube, in der DDR dürfen wir sich die Arbeit aussuchen. Ich glaube, da gibt es nicht so eine Probleme wie heute. In der DDR gab es auch Autowerkstatt und so alles. Ist ja keine Steinzeit, nee. Ja. Spider-Key hat das Sprechen in der DDR. Ach du Scheiße. Doch, in der DDR-Zeit gab es auch schon Konsolen. Sega Master System und so alles. Das gab's wirklich. Ohne Scheiß, ohne Scheiß. Schade ist, dass viele große Typen das einfach nur so sehr wenig spielen. Wenn man sich mit Leuten in YouTube gut versteht, dann kann man doch mehrfach spielen. Weil mit meinen 60 Abos bin ich so nichts verpflichtet. Also irgendwas verpflichtet. Was ja keine Millionen von Menschen begeistern, das habe ich nicht nötig, weil ich finde, die Chill-Basis ist immer viel gesünder. Chill macht einfach viel mehr Spaß, weil finde ich Chill einfach, es ist geiler, man ist ruhiger, man ist nicht so aufgehetzt. Und so seht ihr auch mit meinen Abonnenten, dass ich eher so ein Typ bin, der wirklich chillen tut und auch meine Abos chillen. Also meine 60 Abos ist wirklich, ist viele große Typen würden sein, ist ja wenig, was du hast. Der geht drauf im Ei, meine lieben Leute.
Es geht nicht für ein Abo, es geht darum, Spaß zu haben und einfach so chillen. Stell dir mal vor, du musst jetzt unter Druck spielen, das wäre richtig scheiße. Ja, das würde gar nicht, würde ich gar nicht verkraften, wenn ich jetzt so jetzt wirklich extrem unter Druck spiele. Leute, ich würde mehrmals in der Klappe senden, als man sich vorstellt. Deshalb lass es lieber sein und. Warum ist hier? Ha? Hat die Kamera einen Bug? Also komische Streifen sind bestimmt für eine Dunkelheit. Wie gesagt, die Chillbasis ist einfach viel besser, weil man erreicht mehr. Chillen, das ist eben nach meiner Meinung nach das Gesündeste im Leben. Und jetzt müsst ihr nicht sagen, es ist so gesund, wenn du so faul bist. Leute, es hat nichts mit Faulheit zu tun, es hat damit zu tun, dass es einfach besser ist. Wenn du chillt, kommst du besser durchs Leben. Wenn du unter Druck arbeiten musstest, dann wirst du richtig am Arsch, ja. Hätten sie dich am Arsch gehetzt. Deshalb ist unter Druck setzen immer falsch. Aber viele große Züber werden ja unter Druck gesetzt. Ist ja das Problem. Viele der größeren YouTuber werden unter Druck gesetzt und das kann ich nie akzeptieren, dass es bei mir auch so ist. Aber viele große YouTuber müssen auch Wünsche andere eingehen. Wenn du ja so ein kleiner YouTuber wie ich bist, dann musst du das nicht machen. Also kannst sagen, das und das mache ich und andere mache ich eben nicht, weil große YouTuber haben ja immer Wünsche von seinen Abonnenten oder Abonnenten von großen YouTubern fördern immer Wünsche und wir müssen ja auch durchsetzen, wenn sie Abos behalten wollen, ja. Mein Bruder sagt immer, ich muss über das Spiel reden. Aber es ist diesmal Bowling schon viel zu reden, Leute. Ja. Bin ich so dumm, Tendo in 1-2 Wii Sports Resorts Parts macht. Spider-Key gibt es halt viele Sports Resorts Parts, aber das Gute daran ist, es ist einfach auch Spaß. Kein Druck. Druck ist nämlich dumm. Ja. Ich finde Druck einfach nur scheiße. Muss ich jetzt so loswerden. Druck haben ist sowas von scheiße, da wird man nur aggro und deprimiert. Deshalb Leute, chillt die Welt. Chillt, bis es nichts mehr so schön gibt. Ja. So müsst ihr das sehen. Chillt einfach euer Leben, liebe Zuschauer. Ich sag's mal so. Schäden hat noch keinen geschadet. Nee. Da bist du lieber unter Druck verbrechlicher, als wenn du Schäden tust. Deshalb sage ich ja auch, dass es mit YouTube ja auch viel, dass es doch Spaß mache. Guck mal, Nintendo muss es ja so machen, weil er seinen Profit auf Anfang erstalten muss. Er könnte auch vielleicht nicht die Abos bekommen, wenn er weiß, jetzt nicht gerade gut ist, ja. Und das ist immer schade. Aber wenn das eine Million YouTuber geworden ist, unter einer Million ist, fühlt man sich ja automatisch gekränkt. Also, ist mal so gesagt, wenn Nintendo jetzt 1 Million Abos hätte, hat er ja schon. Stell dir mal vor, der würde wieder unter Millionen kommen. Ich glaube, er war übelst angepisst und übelst gekränkt dann. Weil er würde sich fragen, was habe ich falsch gemacht. Und das ist bei mir nicht der Fall. Ich muss mich da keine Gedanken drüber machen. Meine Diabos kommen einfach so, weil Leute darauf Bock haben. Ja, weil die meine, ich nerve zu viel mit meinen Videos. Das ist deren Sache. Ich sag's mal so, ich würde niemals über 1000 Abos bekommen. Niemals. Ich würde höchstens 100 bekommen. Höchstens 100. Mehr würde ich im Leben nicht bekommen. Aber das reicht mir völlig aus, Leute. Es müssen Kinder Millionen Zuschauer sein. Dann halte ich viel zu viel Verpflichtung, ja. Schade ist, wenn man so wenig Abos hat, dass man Zweig nicht komplett entfernen kann, aber das Problem mit großen Tübern ist, habe ich mal YouTube Video gesehen. Wenn es ein großer YouTuber Videos klauen tut, dann könnten sogar die YouTuber den verklagen, weil die mehr Profit machen, ja. Deshalb ist es schon richtig, ja, dass ein kleiner YouTuber dann bloß eine Verwarnung bekommt und nicht gleich rechtliche Probleme. Deshalb mache ich auch kein Lost Places mehr, außer Lost Places Minecraft, weil deshalb kommt kein Lost Places, kommt bei mir nie wieder Lost Places. Ist einfach schade, dass es nicht geht, aber ich kann es nicht mehr machen. Denn es ist eine verbotene Sache, die ich damals erstellt habe und das wollte ich dann nicht so wahrhaben, ja. Verbotene Sachen sind nie gut. Auch lieber was Legales, was ich meine, okay, das Places hat mir auch Spaß gemacht, ja.
So sieht's aus. Hat mir auch richtig Spaß gemacht, das Place, das muss ich sagen. Also, schlecht war das nicht, aber dachte, wenn man jetzt einen Namen erwähnt oder die Akarons erwähnt, dass man dann glimpflich davon kommt, ja, aber selbst wenn den Namen erwähnt, könnte ein YouTuber streiken, hat jetzt rausgefunden. Das hat auch jemand bei mir gemacht und deshalb mache ich sowas nicht mehr. Weil das mich gefährden tut. Den Kanal gefährden tut. Deshalb habe ich in Spider-Welt News erwähnt, dass ihr das nur gemacht habt, bis der erste 2 kommt. Und der ist jetzt auch gekommen. Ja. Meine, wenn sie von mir Videos klauen, kriege ich halt die Ohren zweig, wenn sie mir Aufrufe hätten, ist ja klar. Also wenn sie mir den Namen nicht erwähnen, hätte ich die Ohren zweig. Aber wenn jetzt ein Tuber mein Video klaut, aber nicht mein Name wird er nicht gestrikt. Wenn er aber ein Video klaut und mein Name mit erwähnt, hätte ich es nicht gemacht, hätte ich es nur durchgehen lassen. Also die müssten schreiben, das ist von Spider-Kill, wenn sie es nicht schreiben würden, hätte ich es auch gestrikt. Also wenn mich jemand in seinem Video erwähnt, hätte ich keinen Zweig gegeben. Ich hätte nur einen Zweig gegeben, wenn er meinte, das ist mein Video, was von mir war. Dann hat Flecker des Urix so gesehen, dass ich das Video zu meinem Eigennutzen gemacht habe. Ich kann da nicht in den Köpfe reingucken, aber ich kann es mir so vorstellen, ja. Das Urbex Live meint, der Spider-Kater soll das lassen, aber ich glaube, die 5 Dislikes waren damals ein Zeichen davon, dass ihr löschen sollte. Aber ich hätte hier noch einen Kommentar geschrieben, dass ihr viele entfernen sollt. Das hätte ich dann noch, hätte ich auch trotzdem mal entfernt. Selbst die ganzen Autobahn-Videos habe ich jetzt gelöscht. Die Fremden, ja. Weil die mich hochstriken können. Das habe ich jetzt sein lassen. Wäre sonst zu schade gewesen. Ja. So sieht's aus, liebe Leute. So sieht's aus. Deshalb ist Strike meist immer keine gute Sache. Aber es ist eine richtige Sache. Ja. Achso, ich rede jetzt ein bisschen durcheinander, weil ich ein bisschen müde bin. Ich rede jetzt, wie meine Müdigkeit schlägt jetzt an. Kannst du mir den Medizin genommen, das ist das Problem. Ich glaube, 2 Parts mache ich noch und dann höre ich auf, ja. Sagen wir so. 2 Parts mache ich noch und dann lasse ich das sein. Also nach 40 Minuten muss ich durchstrampeln und dann bin ich durch. Ja, gut. So sieht's aus, liebe Zuschauer. So sieht's aus. Und wir sind mit der Runde gleich durch, ja. Sind durch, ja. Was sagt die Glock? Minuten. Ja. Ein 1683. Boah. Der war nicht schlecht, ey. Hier gut. It's a new record. Neuer Rekord, alles klar. 100 Pinstrike. Congratulations. Powerwürfel. So Leute. Ich glaube, wir schaffen nicht mehr. Das gibt's noch kurz eine Minute zu sagen. Ja, ich mache noch 2 Parts. Und dann sehen wir uns später wieder. Also. Mach's gut, Leute. Ich mache mehrfach speziell davon. Also bis dann.